So, wir begrüßen euch an dieser Stelle wieder ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von unserem Videodreh zu Techno-Tradition Chemnitz. Wir befinden uns mittlerweile hier auf dem Kassberg und dazu haben wir hier ehrenwürdige Clubkultur auf der Horst-Menzel-Straße, nämlich das Vox. Es war seinerzeit, also Anfang der 90er Jahre, wirklich eine Adresse schlechthin für elektronische Tanzmusik. Das Ganze ist sehr anspruchsvoll und natürlich auch mit einem Line-Up, wo man wirklich sagen muss, das vermisst man mittlerweile auch ein bisschen in Chemnitz. Und Ronny wird euch auf jeden Fall mal ein bisschen was dazu erzählen, wer hier zum Beispiel damals hier so die Platten halt aufgelegt hat. Also bevor wir hier einsteigen mit den Protagonisten, die wir haben, ich gehe auch noch mal ein bisschen aus dem Bild, der eine oder andere wird sie erkennen, machen wir noch mal ein bisschen Name-Dropping und wir haben dazu auch tatsächlich dann auch noch mal den Silvio Schubert befragt, der ja seinerzeit die Partys initiiert hat. Und hier waren so klangvolle Namen wie Modi Man, Terence Parker, Saint-Germain, Matthew Herbert, Jay Denham. Die Groove Tour war hier. Machen wir Pause. Der eine oder andere DJ wird, oder ehemalige DJ wird sicher dann auch noch eine kleine Story dazu erzählen. Und wir würden jetzt hier an der Stelle mit dem Ingo einsteigen, denn der Ingo hat damals das Vox quasi als Kulturverein betrieben. Nehmen wir das einmal mit. Dann warten wir auf das Mikrofon und. Ja, ich habe das mitbegründet. Ne? Wir haben damals auf der Klausstraße angefangen, in so einem Hinterhof, in so einer Backstube. Wir haben so Kino gezeigt und Party gemacht so ein bisschen und wurde dann geschlossen. Und haben uns dann hier mit Oscar e.V., also Carsten Nicolai, das waren so die Produzentengalerie Oscar, mit Chemnitzer Künstlern, Georg Dick war mit dabei, Anna Degenkoll. Wir haben uns zusammengeschlossen. Ich war ja mal Hausmeister und zwar dort oben drin. Und kannte das Gebäude und wir haben eine Location gesucht, um weitermachen zu können. Und haben das dann hier angemietet. So ist das entstanden. Das war 92 im Mai, 30. Mai. Aber grundsätzlich ging es ja, gut, die Frage der Location-Findung ist in dem Falle beantwortet, aber es ging ja in erster Linie erstmal nicht darum, einen Club zu eröffnen, sondern ihr wart ein künstlerischer Verein für die klassischen Spielarten, würde ich mal sagen, für Kunst. Also wir wollten ein Kulturzentrum gründen, was wir auch gemacht haben. Es gab ja eine Galerie, das war hier die Ruine da unten. Und dann gab es noch das Café und oben gab es noch den Saal. Und dann noch diverse Kellerräume, die wir da bespielt haben und so weiter. Jetzt ist das so, den Kontext, den wir ja dieses Jahr erweitert haben, im ersten Jahr war es so, dass es rein um die Techno-Tradition ging. Dieses Jahr ist der Kontext Clubkultur und die Vernetzung bedingt es, dass hier der Plattenladen eine zentrale Rolle spielt. Und so kommt hier ein Plattenladen ins Spiel, das Kiox in Chemnitz und zwar damals noch das Kiox 1 und das gab es an zwei Orten und dort gab es damals einen Teilzeit-Schallplattenverkäufer, der nannte sich Silvio Schubert. Und dieser Kontakt mit dem Ingo hat dann schlussendlich dazu geführt, dass hier die ersten Tanzveranstaltungen stattgefunden hat. Und nach der Information vom Silvio waren das eigentlich zu Beginn eher so Acid-Jazz-Geschichten. Ja, es war so Acid-Jazz, aber wir haben dann auch so Gabber-Partys gemacht. Ne? Die gab es auch. Mit dem Chaot vom Splash, ne? Der hat das organisiert. So die Hacke-Partys, die waren ziemlich slick, wisst ihr das noch, wann das war? Natürlich am Anfang. 93 vielleicht. Erst ging ja los mit der Kunstfabrik. Und von der Kunstfabrik aus sind wir dann halt faktisch hierher gezogen, weil wir eben halt hier einfach länger Party machen konnten. Weil es Kunstfabrik war um 12, glaube ich, Schluss. Und hier hieß es, wir können halt hier länger Partys veranstalten oder Partys feiern. Und dann sind wir eben halt hierher gezogen. Da war der Annie mit dabei, der Snooker, Sela, BA, halt so die ganzen Leute. Und das waren so die ersten Techno-Partys im Vox gewesen damals. Genau. Dann haben wir jetzt hier schon einen kleinen Einblick bekommen, wie die Sache dann gewachsen ist oder wie sie entstanden ist, wie man hierher gekommen ist. Slick, erzähl doch mal, was waren für dich, du hast hier am Pult gestanden, was waren für dich so ein paar Erinnerungen, wo du sagst, bis heute, das hat für mich die Zeit ausgemacht? Ja, damals war es halt einfach so, also eine Party kann ich mich noch ganz genau erinnern, und zwar IF, ich weiß nicht, ob das was sagt, so. Der war leider nicht da und habe ich halt mit dem Sela zusammen aufgelegt. Das war aber allerdings hier drüben, die Halle steht jetzt nicht mehr. Da war auch mal kurzzeitig ein Club gewesen. Und ja, das war halt für mich so ein einschneidendes Erlebnis, weil die Halle war, also der Raum war voll und es war einfach eine geile, trotzdem eine geile Sause, auch wenn der eben halt einfach nicht da war. So, ne? Und ja, ansonsten, was kann ich mich noch erinnern? Das waren dann eigentlich so eher die Sachen als Booker, weil ich dann so 2000 rum halt hier das Booking halt gemacht hatte. Ne? Ich weiß nicht, ob der Fauli größere Erinnerungs... Bei mir sind die Erinnerungslücken schon relativ groß, sag ich mal, so weit her. Dann würde ich an der Stelle
Mikrofon noch wieder mal an Dirk übergeben. Der Dirk schnappt sich mal den Fauli, weil der Fauli war ja auch Resident und hat eine ganze Menge zu erzählen. Naja. Ja genau, da übergebe ich jetzt gleich mal an den Daniel, alias auch Dan Drastic. Also wer ihn vielleicht auch aus der Ecke halt kennt, von Moon Harbor Records und damals halt hier in Chemnitz als Fauli unterwegs. So Fauli, wir hatten vorhin übrigens noch ein paar Namen halt vergessen. Also zum Beispiel Afrika Islam hatten wir vorhin noch im Gespräch und daneben halt noch Felix the House Cat. Also wer hätte das gedacht, war auch hier in Chemnitz. Und natürlich unser Fauli. Erzähl mal, was sind deine Erinnerungen ans Wax? Also ich kann mich erinnern, das war so ungefähr 94, 95 oder so, dass Shubi anfing, sehr viele amerikanische DJs zu buchen. Also vor allem halt Terrence Parker, also die ganzen House-Leute. So, Jeff Craven war noch dabei, den kennt wahrscheinlich niemand mehr. Der hat Large Records gemacht und lustigerweise ist auf dem Weg dann über die Liberer Straße in Tränen ausgebrochen, weil er dachte, wir leben in Armut. So. Aber gut erkannt. Ja, also es gab halt sehr viele coole Housepartys. Mr. Fingers zum Beispiel war auch extrem gut. Der hat live gespielt mit Bongos und allem drum und dran. Claude Young war großartig. Wenn er da war, ja, da waren eine Menge Leute am Start, also vor allem sehr viele amerikanische DJs, die sonst eigentlich nirgendwo gespielt haben. Also woran ich mich übrigens auch noch erinnern kann, nämlich das Gebuckel, die Treppe hoch, wenn man oben auflegen musste. Also ich hatte selber damals halt so ein riesengroßes Flightcase mit zwei Technics-Plattenspielern gleichzeitig drin. Und man muss ja dazu sagen, das DJ-Pult war wirklich unterm Dach. Also es gab mehrere Treppen und dann nochmal eine ganz schmale Metalltreppe, also wo man eigentlich schon allein als Person kaum durchgekommen ist. Und dann aber noch mit dem Equipment war es schon ein bisschen schwierig. Aber das, trotz alledem, es war halt wirklich legendär. Aber irgendwann mal war auch hier die schönste Party vorbei. Durch die Schließung, Ingo, wie kam es eigentlich dann dazu? Jetzt müssen wir mal ganz kurz hier mit dem Mikro ein bisschen hier, ja genau. Ja, genau. Also die Schließung war offiziell, war der Grund, die Baufälligkeit. Aber wir haben dann später erfahren, das war politisch nicht gewollt, dass hier das Vox bestehen bleibt. Und wann war das genau gewesen? Also wir haben 2005 die letzte Silvesterparty gefeiert, das war so richtig Abriss. Das Vox war aber nicht nur allein hier platziert, sondern es gab mehr Orte, Ingo? Ja, wir sind dann umgezogen ins Kapital hinter dem Karl-Marx-Kopf. Das war so ein Jeansladen, weil in der Zwischenzeit wurde das Weltecho ausgebaut, wo wir jetzt weitermachen seit 10 Jahren. Ist halt ein Kulturzentrum, was ähnlich strukturiert ist, wo es auch Techno-Partys gibt. So, und was man natürlich jetzt auch noch dazu erwähnen sollte, beziehungsweise es sind ja jetzt währenddessen immer noch mal ein paar andere Namen gefallen, also wo die Kamera halt aus war. Aber was wir auch natürlich noch erwähnen wollten, hier auf dem Gelände gab es auch 3 verschiedene Lokalitäten schon vom Vox. Ja, es gab hier die riesen Kellerräume, wo wir Trinity gefeiert haben mit diversen Acts. Dann gab es noch so einen illegalen Techno-Club, den gab es für 2 Jahre. Da gab es einige Floors, die wir da bespielt haben. Also all diejenigen, die jetzt vielleicht irgendwie für sich jetzt in diesem Moment in der Gegenwart die Chemnitzer Nachtkultur für sich entdecken, ihr habt was verpasst. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.